schön, schön. 8 Stunden 25 Fahrtzeit. Und ich bin mir sicher, diese Aufnahme geht ungefähr eine Stunde. Die Aufnahme geht locker eine Stunde oder über eine Stunde. Weil ich glaube, gestern haben wir allein schon 50 Minuten oder 55 Minuten. Also, hab ich. Ne? Ihr habt wahrscheinlich jetzt gerade mal, weil es die zweite Folge ist für euch, ist es wahrscheinlich gerade wieder 50 Minuten oder sowas oder 20 Minuten, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, wie oft ich die Folge splitten muss. Ich denke mal einmal auf jeden Fall, wenn nicht sogar zweimal. Kommt drauf an, wie lang die Aufnahme wird. Dann muss ich mir überlegen, okay, wo mache ich die Cuts, wo setze ich sie und wie lang sollen ungefähr die einzelnen Folgen sein. Weil ich kann ja keine Stunde hochladen, das geht ja nicht, das guckt sich doch keiner an. Weil es gibt ja Leute, die eigentlich, die einfach überhaupt keine Zeit haben und die meinen, naja, 10 Minuten Folgen wären auf jeden Fall ideal oder 15 Minuten Folgen. Ja, ganz im Ernst, ich mache meistens 20 Minuten Folgen draus, weil ich sage, naja, dann hat man wenigstens ein bisschen was. Dann sieht man wenigstens ein bisschen was von und muss nicht so lange warten auf die nächste Folge. Dann hat man wenigstens ein bisschen was zu gucken. Kann sich ja man kann sich ja die Folgen auch auf zweimal angucken. Die ersten 10 Minuten an dem Tag und die zweiten 10 Minuten am zweiten Tag. Und dann hat man zwei Tage ein bisschen was von der Folge gesehen. Und am zweiten Tag kommt dann sowieso schon die Dingens raus, ne? Also, nee, eigentlich am dritten Tag. Weil wenn der erste Tag der Tag ist, wo die Folge rauskommt und der zweite Tag dann der, wo keine Folge erscheint, dann ist der dritte Tag genau der Tag, wo dann die nächste Folge erscheint. Ne? Daher, ja. Also, ich rechne das so. Aber kann es sein, dass das manche vielleicht anders rechnen würden oder keine Ahnung. So. Wir fahren da umher. Wunderschön. 7 Stunden 38 noch bis zum Zielort, wo unsere Fracht liegt. Man merkt, die Folge zieht sich hin. Wir müssen hier leider wirklich sehr, sehr lang fahren, bis wir zum Ladegut kommen. Nur zum Frachtgut. Das dauert leider immer ein bisschen. So, da haben wir die erste Tanke. Bei der zweiten Tanke werden wir dann wahrscheinlich schlafen müssen. Also da werden wir dann schon ziemlich knapp am Rasten sein. Ich meine, jetzt ist das Bett auch schon blau, aber ja. Noch würde ich mal sagen, noch rasten wir nicht. Da warten wir jetzt noch eine Tanke ab. Und bei der legen wir dann eine Rast ein. Ich schaue wieder mal kurz. Ja, 4 Stunden noch. 4 Stunden. 4 Stunden kommt die nächste Rast. Oder ist die nächste Rast geplant? Das heißt, das passt noch. Das passt. So. Du. 7 Stunden 12 Minuten noch und 449 Kilometer. Schön. Falls sich wer fragt, warum sich manche Lieder wiederholen, liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach des Öfteren nach der Aufnahme nicht mehr weiß, wo ich stehen geblieben bin mit der Musik. Und dann, ja. Dann kann es sein, dass ich dann einfach irgendwo starte, wo wir vielleicht schon das letzte Mal waren. Also bei einer Melodie starte, wo wir das letzte Mal schon waren. Dann kann es durchaus sein, dass sich vielleicht eine Melodie irgendwann mal wiederholt. Weil die vielleicht in der Folge davor schon mal vorgekommen ist oder so. Weiß ich nicht. So, wir dürfen eigentlich 90 km/h fahren, aber ich traue mich nie so lange auf dem Gaspedal zu bleiben, weil sonst ist die Geschwindigkeit recht schnell
ganz oben auf 100 km/h oder sowas. Das möchte ich auch nicht. So, wir haben wieder 50 EP erhalten für 100 gefahrene Kilometer. Wunderschön. So soll es sein. So. Ah, und ich glaube, da kommt jetzt der Seeweg. Da kommt jetzt, glaube ich, der Seeweg, den wir fahren müssen. Oder den wir nehmen müssen. Da kommt der Seeweg, glaube ich. Ist das? Boah, Alter, das war jetzt knapp. Das war jetzt richtig knapp. So, okay. Das war jetzt richtig knapp hier, dass ich da gerade noch angehalten habe. Hab leider die Kurve zu spät gesehen, das gerade, aber Gott sei Dank. Hat es noch ausgereicht. Gott sei Dank war ich noch. Gott sei Dank habe ich noch rechtzeitig abbremsen können. So. Wunderbar. Da darf ich nicht rein. Rein hier. Hier müssen wir rein, weil da ist grün. Da dürfen wir rein. So, da fahren wir jetzt mal rein hier. So, runter. Zum Glück dafür dürfen wir da immer noch 80 fahren, lustig. Obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist. Nach Folkestone. 35 Minuten Fahrtdauer. Naja, 300 Euro Preis. Okay, das heißt, wir müssen 300 Euro zahlen. Immerhin. Das haben wir ja noch. Also, wir sollten schauen, dass wir ohne Unfall hier. Dass wir ohne Unfall. Hier. Zum Frachtgut kommen. So, da müssen wir jetzt, glaube ich, hoch. Soweit mich jetzt nicht alles täuscht. Ich finde das ja immer sehr, sehr kompliziert gemacht hier mit dem Seeweg. Ich meine, das Reinfahren ja, aber das Rausfahren ist so ein bisschen kompliziert, finde ich. Also vielleicht sehen das manche anders, aber ja. Okay, da darf ich nicht rein, nein. Da muss ich wieder runter wahrscheinlich. Ne? Da geht's wieder runter. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ich hier auf der richtigen Fahrstrecke bin. Nicht, dass ich da jetzt wieder auf der Gegenfahrbahn bin. So, ich darf hier nicht allzu schnell fahren. So. Jetzt muss ich diesen Fahrstreifen hier nehmen. Ah ja, und das ist wieder diese Sache hier. Warte mal. Ich muss hier gucken. Bin ich da denn richtig? Will ich da weiterfahren? Ich weiß es gar nicht. Ich habe so nämlich das dumpfe Gefühl, dass ich hier links fahren muss dann. Ich glaube, das sollte richtig sein. Ich hoffe mal, das ist der richtige. Ja, das ist der richtige Fahrstreifen ist. Ich hoffe es mal zumindest. Ja, okay, der andere ist auf jeden Fall die Gegenfahrbahn. Okay, das passt. Das passt schon mal. Das heißt, wir sind nicht auf der Gegenfahrbahn.
das ist schon mal ganz gut. So, wunderbar. Würde ich mal sagen, dann verwenden wir schon mal das Abendlicht. So, wunderbar. Ich fahre trotzdem noch auf der linken Fahrstreifen weiter, weil ich nicht weiß, ob da vielleicht noch auch ein Gegenverkehr kommen kann auf der Fahrstrecke. Aber ich glaube eher weniger, weil dafür gibt es ja da die Abgrenzung. Auf der rechten Seite gibt es ja auch die Abgrenzung hier. So, Wunderbärchen. 5 Stunden Fahrzeit noch. 5 Stunden Fahrzeit. Und wir haben 300 Euro blechen müssen für die Fahrt, für die Seefahrt. So, dann müssen wir hier rauf. Wunderbar. So, perfekt. Nun müssen wir da noch. Genau, jetzt bin ich wieder auf der richtigen Fahrstreifen gelandet. Gut. Boah, ich muss da immer total aufpassen, weil nicht, dass wir dann wieder fahren auf der falschen Spur haben. Dann darf ich eine Strafe kassieren. Das wäre ungeil. Das wäre ungeil. Deswegen, ja, muss ich echt ein bisschen aufpassen. Und ich muss aufpassen, dass ich ja nicht zu schnell fahre. Ich meine, wir haben noch 5 Stunden Fahrt vor uns, aber trotzdem. Ich hoffe, wir finden da gleich eine Rastmöglichkeit. Weil sobald das rot wird, das Bett, kann es nämlich passieren, dass er dann irgendwann anfängt zu dösen. Und dann fährt er mir irgendwo dagegen. Oder irgendwo ins Gras rein. Das kann ich auch nicht brauchen, wenn er dann auf einmal anfängt zu dösen. Hätte ich vielleicht vorher noch ein bisschen schlafen sollen. So, jetzt wäre ich nämlich beinahe wieder die falsche Spur gefahren. Was ich nicht machen darf. So. Es ist sehr gefährlich hier, sehr eng. So. Okay. Passt. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt können wir da wieder weiterfahren. Schön. Wir haben den Seeweg überlebt. Wunderbar. So soll es sein. Den Seeweg überlebt. Ach ja, und jetzt können wir uns auf den Weg zum Frachtgut machen. Weiterhin. 4 Stunden 46 sind noch Fahrzeit übrig. Und ich hoffe, wir finden gleich irgendwo eine Rastmöglichkeit. Langsam wird es echt ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Ich meine, Moment. Wie lange haben wir noch? 2 Stunden. Okay, 2 Stunden geht noch. 2 Stunden. Ja, siehst du mal, da haben wir eh schon eine Rastmöglichkeit. Wunderbar. Die nehmen wir gleich mal. Dann brauchen wir nicht, extra abwarten auf die nächste Tanke. Bis da dann wieder eine Tanke kommt, das dauert wieder Ewigkeiten. Deswegen legen wir da mal eine Rast ein. Muss ich da lang? Ja, oder? So, wir haben immer noch genug Tank, das heißt, wir brauchen nicht unbedingt auftanken. Ist alles in Ordnung. Wir haben genügend Tank da. Wir haben genügend an Tank. So. So, wunderbar.
lange haben wir nicht geschlafen, aber gut. So ist ein bisschen halt. So. Schön. Jetzt geht's da wieder raus. Wir haben wieder Tageslicht, das heißt, wir brauchen wieder das Standardlicht hier. Und jetzt geht's weiter. So. Ach, schön. 4 Stunden 34 Minuten noch Fahrzeit. Ach ja. Aber sowas dauert. Sowas dauert enorm lang. Also ich bin mir sicher, dass ich da jetzt ungefähr 3 Folgen wahrscheinlich rausbringe aus dem Ganzen. Aus der ganzen Aufnahme, dass da 3 Folgen wahrscheinlich rausspringen. 3 Folgen nur mit dieser einen Fahrt. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder sogar 4 Folgen, ich weiß es nicht. Aber lustig ist das Ganze schon irgendwie. So. Ah, die Musik, das ist so eine richtige Sportmusik, ne? Zum Trainieren eigentlich. Wenn man so überlegt, ne? Ah, so eine Musik haben sie meistens im Fitnessstudio. Oder bei so Fitnesscenter. Da spielen sie meistens so eine Musik ein. So, dass es quasi den Sportlern leichter fällt, Sport zu betreiben und dass sie motivierter sind. Irgendwie lustig. So. Bum, 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 bum. Oh Mann. Da haben wir wieder ein Autobahnkreuz. Auch nicht schlecht. Schaut auch schön aus. Autobahnkreuz. Ja, ja. Schön, schön. Da müssen wir dann noch nicht raus. Jetzt bei der nächsten. Bei der nächsten Ausfahrt erst. Da. Da müssen wir raus. So. So, ihr müsst aufpassen, dass wir da nicht gegen die Planke, gegen die Leitplanke krachen. Wunderschöne Melodie, wunderschön. Liebe ich, mag ich. Hab ich gern. So. Jo, 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 jo. Fahren wir da einfach mal hinauf. So, 3 Stunden 47 noch. Es wird langsam. Wir neigen uns dem Ende zu von dieser Fahrt. So. 3 Stunden 36. 97 km/h dürfen wir fahren. What the fuck? Was ist das denn für eine Zahl? Normalerweise hatte ich immer nur so 80, 50, 40, 30, 70, ne? Und jetzt auf einmal 97. What? Ernsthaft? Nice. Mag ich. Hab ich lieb. Aber immer noch nicht an 100, ne? Immer noch nicht die 100. Ich mag endlich mal 100 dastehen haben. Aber nee. Immer noch unter 100. Kann ja wohl nicht sein. Was soll denn das? Wow, was ist das denn für eine Musik? Alter, das erinnert sehr stark an Super Mario. 8-Bit-Musik, Super Mario 64. Oder, nee, nicht Super Mario 64, aber Super Mario World. Oder Super Mario Land auf dem Game Boy. Alter. Kennt wer diese Musik? Kann mir das jemand sagen? Kennt das jemand? Ist das eine bekannte Spielmusik? Ich weiß es gar nicht. Alter, das hört sich wirklich an, so wie von Super Mario World auf dem Game Boy.